Eine Leistung habt ihr auch heute wieder gezeigt. Wie habt euch auf dem Eis gefühlt und im Vergleich zum Finale? Ich habe mich mega gut gefühlt. Ja, also ich fand das Eishockey richtig gut. Ich hatte so ein bisschen Angst, so Eishockey-Eis. Und dann sind wir beim ersten Training jetzt in der Prozess gegangen. Ich dachte so, boah, das Eis ist richtig gut. Ich habe mich sehr entspannt gefühlt heute. Ich hatte jetzt keine. Normalerweise liegt es entweder an der Atmung oder an den Beinen heute. Nee, ich glaube, wir hatten heute bisher unsere stärkste Performance. Einfach nicht nur von der Technik her, sondern auch vom Ausdruck und Performance. Keine Ahnung, ich habe mich einfach ein bisschen stärker, ein bisschen freier gefühlt als sonst. Vielleicht war es beim Grand Prix-Finale wirklich so der Druck, ja, der eine noch ein auch bisschen zurückgehalten hat. Und hier konnten wir komplett loslassen, komplett einfach freien Lauf. Und ja, es ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Ja. Also hoffentlich, genau, dass dieses Gefühl versuchen mal zu behalten, klar, denn hier wart ihr natürlich die super Favoriten und weniger Druck jetzt, ne? Ja. Aber ihr könnt jetzt mitnehmen, dass ihr das ja auch so könnt dann, ja, beim nächsten Wettbewerb. Ihr hattet ja gestern die höchste Punktzahl im Risen Dance, auch höher als die Meisterklasse. Mhm. Was hat euch das bedeutet, dass ihr so viele Punkte bekommen? Also ich finde das wichtig, dass wir jetzt schon so gut angenommen werden in Junioren. Das erleichtert wahrscheinlich dann den Übergang in den Seniorenbereich, wenn jetzt die deutschen Judges uns schon so gut annehmen, dass wir dann auch vielleicht, sobald wir in Senioren übergehen, dass wir dann ähnliche Punktzahlen bekommen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor allem, weil wir uns ja eben überlegen, vielleicht nächste Saison schon in den Seniorenbereich zu gehen. Heute nochmal so eine ähnlich hohe Punktzahl zu sehen, freut natürlich umso mehr. Und ja, ist auf jeden Fall cool, sowas zu sehen. Jetzt ist ja der nächste Wettbewerb ist für euch die Junior-Weltmeisterschaft oder kommt da vorher noch was? Nee, Bavarian Open läuft. Ah, macht ja schön. Ja. Ist ja bei uns zu Hause, genau. Wir können nicht mitnehmen. Ja. Ja. Weil ich glaube, wenn wir die nicht machen würden, wäre das eine sehr lange Pause. Ja. Und da nochmal die Bavarian Open mitzunehmen, um ein bisschen zurückzukommen ins Wettkampfsgefühl. Klar, man braucht auch diese Vorbereitungsphase, wo man mal keine Wettkämpfe läuft, ein bisschen vielleicht was verändert, was den Judges nicht so gefallen hat, an irgendwas arbeitet, irgendwas. Das braucht man auch, aber ganz das Feeling verlieren darf man auch nicht. Nee, richtig. Ist ja dann, es wäre ja sonst 3 Monate oder so, ne? Ja, das ist, glaube ich, viel zu lang. Schon fast das Gefühl, neue Saison, ne? Ja. Und was für Feedback habt ihr so bekommen, jetzt vom Finale zum Beispiel? Also, wir wollten jetzt eigentlich jetzt direkt kommt das danach Gespräch, ja. Gespräch, wo also die Paula Feikert, die war jetzt bei meiner Kind, die macht uns da so ein gemeinsames Feedback und auch die Frau Schanke für jetzt im Wettkampf. Mhm. Also generell vom Finale haben wir viel Positives gehört, von den Judges, von den Technicals. Hat man in den Punkten vielleicht nicht so gesehen, aber wir hören uns mal an. Gesagt wurde auf Wir hören uns mal an. Ja, ich war der Level 1 da, ne, in der Schrittfolge. Ja. Wir hören uns mal an, was die so gesagt haben, was die Paula vielleicht da mitgenommen hat. Mhm. Dann haben wir jetzt genug Zeit daran zu arbeiten und hoffentlich dann die Judges bei der JWM zu begeistern. Das ist zu überzeugen, dass es dann kein Level 1 mehr gibt. Hoffentlich, ja. Ja.